Yes! Yes! Ich hab ein fucking Dildo. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Five Nights at Fuckboys Teil 3, Akt 2. Teil 3, Akt 2. Wir sind unterwegs als Golden Freddy, weil Springtrap richtig viel Scheiße gebaut hat in der letzten Folge. Okay, wir können die Kamera motherfucken. Falls ihr die letzte Folge von Akt 1 nicht gesehen habt, oh, das ist eine gute Kamera. Das ist eine gute Kamera. Hier oben rechts auf das I klicken, dort findet ihr die. Okay, Eindringlinge gefunden, Selbstdefense initiiert. Okay, die Shitfuckers haben ihn nicht zu der Nacht der Debauchery geführt und jetzt wird er deren Dicks abreißen. Oh, Springtrap meldet sich. Immer noch bitter darüber, wieso wie es ist. Aha, was zum Fuck ist das? Du kannst nichts machen, um uns aufzuhalten. Bald werden wir eins sein. Und ich werde euren Jiff dicken. Dick Jiff. Fuck you. Gaging. Oh, oh, wir kriegen ein ganz neues Set an Ballons und Gegners und. Oh, okay. Bin bereit. Vielleicht. Aua. Shit. Wir müssen weglaufen. Freddy ist noch nicht stark genug. Warte. Er weiß, was zu tun ist. Er muss tanzen. Er ist eingedrungen in die Tiefen seines Herzens. Fragt eure Eltern, bevor ihr dieses Ritual durchführt, Kinder. Was wird er machen? Was wird er machen? Wird er zum Super Saiyajin? Super Golden Freddy? Shadow Freddy. Er ist deins. Von den Tiefen deiner Seele ist er gekommen. Hot. Bam. Golden Freddy wurde voll geil. Okay. Mit dem Party-Hit? Oh, der hat so viel Top-Head-Doom. Powerful Free-Hit-Attacke. Shadow Freddy greift an. Bams. Dang, dang, dang. Und Ballon ist down. Okay, wir benutzen mal den Phantom Evoker. Der hält für 3 Züge an und soll irgendwas Geiles machen. Mal schauen. Das kleine Soda und Freddy hat einen Schatten herbeigerufen. Okay, ach so, das war der Schatten. Okay, okay, alles klar. Verstehe. Come on, come on. Na, endlich. Okay. Das Spiel fängt quasi von neu an. Mit neuen Charakteren, neues Set an Items und... Fucking little, eat my shit. Golden Freddy hat einen massiven HP und MP Boost bekommen. Mal gucken, wie massiv der ist. Wahrscheinlich irgendwie so 5 Punkte. Würde ich dem Spiel zutrauen. Würde ich dem 100% zutrauen. Aber holy fuck, ich dachte, ich hätte das... Ich wollte gar nicht so viele Folgen rausbringen. Oh, ist das doch Teil 1? Freddy, mein Kind. Glaubst du nicht, dass die Dinge ein bisschen langweilig geworden sind, dass hier auf der Show steht? Und bei ein bisschen meint er, es sackt gewaltig. Ich habe nie darüber nachgedacht. Awkward. Nun, ich habe die perfekte Idee. Okay. Das war noch, wo Springtrap nicht korruptiert war. Nicht vom Phantom Balloon Boy verdorben für seine bösen Machenschaften. Right, wir können frei umherlaufen. Das ist ein Kassettenrekorder. Können die Musik damit tauschen? Weißt? Okay. Ich orientiere mich mal. Hier ist ein Ballonboy. Hahaha, ich bin geschlossen. Fuck off. Hat er uns gerade eine gepfiffen? Der hat uns gerade keine gepfiffen, die Muschi. Die steht direkt dahinter, die Kiste. Ah, the quarters were found. Und hier haben wir schon wieder das Poster. Scheint wohl diesmal nicht abzugehen. Letztes Mal ging es schneller. Yes! Yes! Ich hab'n fucking Dildo. Ich hab'n fucking Dildo. Das Einzige, was man bei diesem Spiel lernt, ist einfach immer wieder was kaputt hauen. Wenn man die Chance hat. Wenn man die Chance hat, einfach wieder draufhauen. Draufhauen. Okay, wir haben jetzt unterschiedliche Kameras. Okay, ist ein Level 1. Wir versuchen's. Müsste klappen. Golden Shitlord detected. So nennt er uns also. Alright. Alright. Kriegen wir das hin? Ich habe vergessen, dass ich diesen Dildo habe. Und mit diesem Dildo kann ich wahrscheinlich das Ding in einen Hit kaputt hauen. Oder vielleicht sogar in 2. Bams. Ich liebe Secret Weapons. Mit den Dingen flutscht das immer so. Und dauert das nicht immer so ewig lange alles. Fucking did it. Eat my shit. Golden Freddy got a massive HP boost. Okay. A chest appeared somewhere in the attraction.
Okay, irgendwo ist eine Kiste aufgetaucht. Da ist er. Da ist er. Bronze Equipment found. Aber bessere Schädel-Dinger. Okay. Engage the Camera, Motherfucker. Level 2. Engage the Enemy, Motherfucker. Okay, wir haben wieder zwei Ballons. Und alles ist gut. Fuck! So, frisch aufgetankt jetzt aber. Gott. Ich gehe immer so unvorbereitet in die Kämpfe rein. Zack, down. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht mehr alle Kameras zeigen, weil das ist... Solange es nichts passiert natürlich. Ich werde jetzt einen nach dem anderen kaputt machen, bis wir zum Boss kommen. Ich kann jetzt die Arcade-Games zocken. Ich habe jetzt Quarters gefunden. Springweb hat eine Token-Sie-Pfeife. Okay, obtain the cake, motherfucker. Okay, welchen Cake? Pac-Man. Es ist Pac-Man. Okay, was ist das? Mangles Esoteric Quest. Nach dem Quest, nach dem esoterischen Shack. Oh yeah. Das sind nicht mal Minigames. Das sind nicht mal Minigames. Nicht wie bei Five Nights 2 oder so. Das waren keine Minigames, das waren... Okay, jetzt geht der Shit richtig ab. Jetzt geht der Shit richtig ab. Guckt euch das an. Ah, so viele. Es werden, die Balloon Boys werden immer größer. Es wird abgefuckter. Es wird richtig abgefuckt. Geht gut. Okay, hat Spaß gemacht. Es passiert was. Es passiert was. Das war jetzt die Kamera direkt rechts daneben. Und. Er hat eine Nacht auf Debauchery. Dass die so intensiv und so genial sein wird, dass das Universum explodiert. Kann er mitkommen? Er wird darüber nachdenken. Warum? Weil nein. Because of reasons. Okay, Springtrap hat Golden Freddy im Stich gelassen. Die waren besten Buddies. Und Springtrap ist jetzt hier reingegangen, um seine Nacht der Debauchery zu haben, die er auch hatte. Und die war explosiv, die war genial, die hat das Universum verändert und... Ja, guckt euch hier an. Guckt euch hier an. Guckt euch die Difficulty oben an. Wird einem sogar vorgeführt mit so einem Streifen. No. Man kann sogar jetzt sagen, no. Good choice. Okay, Kiste suchen. Okay, Level 5 Kamera. Level 5. Es wird interessant. Das ist wahrscheinlich die vorletzte. Die eine unten noch. Intruder, just. I'm going to jiff your dick. Brauch ein Party-Head. Poison, gut. Die anderen haben mit Marihuana gespuckt und dadurch konnte ich nichts mehr sehen. Das war sehr schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Okay, der ist down. Der ist down. Auf jeden Fall einfacher als die anderen zwei. Down. Nice. Müsste die letzte Kamera sein, bevor wir diese Ultra-Difficulty da unten probieren. Es passiert wieder was. Storytime. Springtrap, du dirtige Spieß, oh shit. Du Motherfucker. Er hat ihn nicht eingeladen für die Nacht, der Debauche. Und er wird den Jiff von, den Dick von ihm jiffen. Das ist der epische Fight, den Fuckboys gegen ihr stattgefunden haben und wir sehen es nicht. Golden Freddy gegen Springtrap. Er war siegreich. Springtrap hat Golden Freddy besiegt. Er hat's abgefangen. Die Mail. Die sind beide gefeuert. Aber warum? Wir sind nicht cool enough. Und irgendjemand war angepisst, dass er Jiff gesagt hat und hat eine Beschwerde an den Manager geschrieben. Es sind schwere Zeiten. Und weil er alles kaputt gemacht hat. Aber hauptsächlich ging es um den Kommentar. Und wir werden ersetzt. Es ist so sad. Es ist so sad. Und weil die nicht cool genug sind. Unglaublich. Fucking unglaublich. Oh. Springtrap macht immer das Diner kaputt, das Fuckboys. Und jetzt steht er auf der Straße, du und deine und dein Debauchery. Debauchery. Ja. Okay. Okay, gutes Spiel.
Oder Spiel ist abgedreht. In meinen Augen ist es der beste Teil von den drei. Der macht mehr Spaß. Der macht ihm viel mehr Spaß. Jetzt Story-Elemente. It's time. Um die letzte Kamera zu engagen. Er ist nicht mehr ängstlich. Oh. Okay. Er ist bereit und er wird diese letzte Kamera vernichten. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Engage the camera, motherfuckers. Yes. Difficulty 20. Do it. Room Nummer 1. Camera. Wieso können Kameras überhaupt so stark sein? Oh, er hat noch die Swag. Just in time. Oh, fuck. All aboard the Midtown Express. Oh, der 2 MP5 als Gegner. Das ist die badeste Kamera, die ich je gesehen habe. Ich habe nicht viele Kameras gesehen. Aber du wirst sehen. Eine Zeit lang. Golden Freddy. Hat seine Sunglasses aufgetan. Got good. Oh yeah. Oh, fuck. Okay. Let's do this. Die Jaguar-Mücke ist noch epischer geworden als in den letzten Teilen. Do it! Und die lebt immer noch. Nicht gut. Oh, das ist so episch. Das Spiel ist so genial. Dafür, dass es so abgefuckt ist, ist es genial. Come on! Pizza, yes! Down! Bleiben nur noch seine MP5s und er selber. Okay, die zwei sind down. Jetzt nur noch er und ich. Oh, er greift an. Und es tut weh. Und es tut weh. Und es tut weh und ich bin tot. Okay, ich hatte einen treuen Companion, der ist leider tot. Ich brauche noch einen. Treue Companions sind Gold wert. Come on. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Fuck the shit. Oh, das ist jetzt mein bester Versuch. Ich hab den auf einen einzigen Gegner runtergeboxt. Vielleicht ist er jetzt machbar. Zumindest sollte es sein, wenn ich immer wieder die Pizza spamme. Wenn ihr euch fragt, wo die Pizza herkommt, man kann rechts aus dem Gebäude raus und dann kann man Pizza kaufen. Woher man das wissen soll, ist für mich ein Rätsel. Oh, aber der Fall geht gut. So, es kann sehr schnell, sehr tödlich enden. Ah, ich hab's geschafft, oder? Yes. Yes. 7 fucking Versuche hatte ich geraucht. Oh, die Spiele sind so hart. That's what she said, aber die sind so hart. I fucking did it, eat my shit. Und wir haben massiven HP-Boost bekommen. It's all over now. Springtrap. You dirty piece of fucking shit. Er hat einen Diff. Den Dick jiffen. Geht er das? Klick mal hier oben rechts auf das i, dort, oben rechts, dort, in der Ecke, dort gibt's ein i, dort findet ihr weitere Five Nights at Freddy's Games und sonstiges. Gebt der Folge mal einen Daumen hoch und in der nächsten Folge schauen wir mal an, wie wir Springtrap fertig machen. Und dann geht's auch schon zu Akt 3. Gebt mir Flosse, Flop.